Bessere Tage liegen vor uns. Jo. Und ohne viel Klimbim geht's auch weiter. Direkt. So, den Sturm mal ein bisschen richten. Armer Aloy kriegt von mir keine Pause, nur das Bier. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Das ist mir schon... Na, super. Ich trau dem Silence nicht. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Danke, dass du das gemacht hast, Kamera. Er wollte eigentlich nur runter. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Ja, ich weiß. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und zurückschlagen, Reitmaschine rufen, Maschinenreparatur, weißt du was, haben wir den Sammler fertig. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. So, ab hier gibt's kein Zurück mehr, sozusagen. Ist mir... Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Er bittet Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter. Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Ja, das wäre ja auch schön gewesen. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. So, Zero Dawn, ja. Bitte begeben Sie sich in den um herauszufinden, was man müsste, müsste ich das größte... Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeladen. Müssen wir eigentlich alles genau lesen, aber ich Willkommen glaube eigentlich. Bei Projekt Zero Dawn.
Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Na super. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten. Den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Jo, Massenaussterben. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss hat weitersuchen, sie? Herausfinden, wie sie das geschafft hat. Vielleicht war das ja auch was anderes. Falken, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Das ist ein Glas. Okay. Wir nehmen natürlich mit, was wir können. Wir müssen es uns ja nicht angucken. Gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Primitive Wilde. Was enthalten sie? Die habe ich doch alle gesammelt. Jetzt heul mal nicht rum. Der macht ganz schön Stress dafür, dass ich... SDO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Elizabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr.
Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen, das, woran Sie jeweils arbeiten, zusammenpassen. Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software schreiben, Technologie und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut und zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt und am wichtigsten von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen und Gaia, gibt es noch eine Zukunft? Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Die Erde vernichtet und dann neu erschaffen? Ja, von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Elizabeth wäre es. Für das Leben. Für uns. Aber wieso dann Hades? Wenn er ein Teil von Gaia war, wie landete er im Wrack eines Pharaoh-Roboters? Und warum will er mich töten? Und Apollo, das Wissensarchiv, was ist damit? Und Hephaestus. Eindringling, schnappt sie! Egal, was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Natürlich. So, Zero Dawn war also. Gibt es noch einen anderen Weg? Ja, das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Müssen wir hier lang?
komme hier so rein, ja, ne? So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier... Ja, dann ja. Mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Hoch, links... Okay. Warte. Das ist da oben. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da hoch? Warum kann ich nicht einfach hier hochspringen? Nee. Komm schon. Warum kannst du dich... Ah, das geht nicht. Okay. Schade. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Verstehe. Ja. Trotz alledem muss ich erstmal hier was holen. Oder? Alles läuft falsch rum. Hat die das jetzt da hinten gemeint oder hier unten? Ich will mal gucken, wenn ich das jetzt... Das nach oben und das andere nach links. So, und nun? Ich weiß halt nicht, was die meint. Ich glaube, das war schon richtig. Die hat das links gemeint. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Jetzt kann ich durch die Tür dann eine neue Sicherung holen. Und mit dieser Sicherung kann ich dann... das Zeug mitnehmen. Na also. Sieht intakt aus. So, hier stecke ich die dann ins... Die installiere ich dann. Das sollte gehen. Dann läuft das. Und das muss jetzt in die falsche Richtung. Das kann oben bleiben, das nach links. Und das nach unten. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal runter. Der erste muss nach unten. Das ist schon richtig. Der zweite muss nach rechts. Der nach oben. Der nach links und der nach unten. Das ist jetzt die Frage. Oder ich muss die alle nochmal drehen. Weil wenn der erste links ist, dann müsste der nach unten zeigen. Irgendwas hat hier jetzt... Hä? Aber wenn das nur nach... Ich verstehe das jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das wäre beim ersten Mal schon richtig gewesen. Der erste nach unten. Der zweite nach rechts. Der in der Mitte nach oben. Der nach rechts und der andere nach
unten. Müsste passen. Okay. Unten. Das war's. Ja. Okay. Hier sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Wie kommt? Sie sind hier. Wie kommt? Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Bleib da entspannt. Das kriegen wir alles hin. Na komm her, du Lümmel. Ich sehe nix. Soll sie auch nicht? Die soll lieber dich schützen. Mach dich bereit für den Schlag der Schatten. Die Luft ist rein. Im Moment jedenfalls. Bist du dir da sicher? Du musst Gaia finden. Die Aloy ist sichtlich angenervt von dem Alten. Virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Okay. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Oh. Okay. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist er, das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hand... Wenn Hephaestus Teil eines Systems zur Lebenserhaltung war, warum baut er dann mit Saiyan die Brutstätte? Ja, warum? Ich habe so das Gefühl, dass Hades damit was zu tun hat. Ich glaube, das ist es. Das Büro von Elisabeth Sobeck.
Aber wir kommen nicht rein. Ist mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Mal gucken, ob ich da durchschießen kann. Kann ich nicht. Es wäre ja schön gewesen. Normalerweise müsste das doch gehen. Ach, unsichtbare Wände. Wie ich sowas leiden kann. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Der Memory. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Super. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir vier wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller... War ja klar, dass ich da durch muss. Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Daten ein... Der... Denkt, er weiß Bescheid. Denkt's aber nur. Euch alle schon. Ups. Der fragt sich, was los ist. Na dann komm mal her. Bevor du was machen konntest. Ja, also mal gucken, ob ich den hier irgendwie kriege. Ist aber nur noch der eine hier, ne? Was? Woher kommst du? Todbringergewehr. Feuerstürmer etc. etc. Okay, verstehe. Na gut, bei der Werkstatt macht das natürlich auch Sinn. Das war der letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, lol. Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte?
Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine... Ja. Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1-Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. LOL! Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Warum heißt der Travis? Willkommen bei Hades. Okay, wenn das der Daseinszweck von Hades ist, warum will er dann meinen Tod? Und wie kommt er in das Wrack eines Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Das stimmt, wenn Hades Gaia wieder ans Steuer lassen soll. Willkommen bei Illuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Illuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Illuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände. Aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind... gigantisch im Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Wofür ich es halte? Nein. Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Entwicklung perfekter Dienstprogramme für die Versorgung und Prägung während der... Das würde erklären, warum die Menschheit, warum es die Menschheit auch noch gibt. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Interessant. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten,
weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Interessant. Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Interessant. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich. Und das... Ja. Ziemlich emotionale Rede. Da wollte ich jetzt mal nicht dazwischen quatschen. Wie kann da Reinholz drin sein? Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Du Bastard, nein, ich hatte eine echte Geburt. Das war gemein. Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Hätte ja einfach sein können. Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Dieser Arsch hat doch Russ getötet. Wo ist unsere Rüstung? Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Helis, du kleiner Drecksack. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. Ich bin ein bisschen weiter gedückt. Die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Er wuchs, als Hohepriester Bahavas verschwand. Und als der Sonnenkönig Itamen verschleppt wurde, wuchs er nicht nur. Er war gewaltig. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen.
Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Vermutlich hat selbst ein Monster wie du noch sowas wie ein Gewissen. Du hast es nicht gleich getan. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Du stellst Mord als religiöse Opferung dar, damit du dich besser fühlst? Nein. Ich wusste immer, dass der Mord an dir richtig ist. Und doch bist du nicht weit weg von der Wahrheit. Tief in mir fand ich es meiner unwürdig, dich zu töten. Du warst nichts als eine Wilde. Das dachte ich damals. Trotzdem, ich wollte dich töten und tat es nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Ja, genau. Den Hohepriester Bahavas eliminieren und uns Itamen wegnehmen. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Natürlich, wenn ich fünfmal scheitere und verkacke, dann sage ich auch Schicksal. Erspar mir die religiösen Ausreden. Du kannst deine Grausamkeiten mit heiligen Gewändern verschleiern, aber darunter bist du ein Mörder. Interessant, und das von dir. Du bist auch zu einer Mörderin geworden, Kind. Ein Killer von Killern, keine Mörderin. Aber du siehst da sicher keinen Unterschied. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Yin und Yang. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Ja, ich unbewaffnet im Käfig. Gefangen wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Feige Ratte. Was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Die Nora hatten mich verstoßen. Es trifft mich nicht, wenn du sie tötest. Wirklich? Dann macht es für dich ja wohl keinen Unterschied. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen?
ein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Sausack! Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Ich mach dich trotzdem fertig. Arschloch, lass mich aus dem Käfig raus. Dann zerquetsche ich dir deinen Hodensack. Elende Mistsau. Was hat er vor? Kaja-Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Halt dein Maul! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Fuck. Ja, machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. So, weil sonst wird's, glaube ich, zu lang. Macht's gut!